Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie wieder recht herzlich bei unserer Sendung von Tag zu Tag. Auch heute ist es nicht möglich, dass Sie mit Telefonanrufen an dieser Sendung mitwirken. Wir mussten diese Sendung am Tonband festhalten. Unser heutiger Studiogast ist der österreichische Schriftsteller Jean Améry. Jean Améry wurde am 31. Oktober 1912 in Wien geboren. Er heißt eigentlich Johannes Meyer. Aber das Wien, Herr Améry, war ja eigentlich nur ein Zufall, dass Sie hier geboren wurden. Sie stammen ja eigentlich aus Vorarlberg. Ja, meine Familie stammt aus Vorarlberg. Mein Vater ist noch in Hohenems in Vorarlberg geboren. Es war in der Tat mehr oder weniger ein Zufall. Wir sind auch dann nicht sehr lange in Wien geblieben, nach Innsbruck gegangen, während des Ersten Weltkriegs, wo mein Vater Soldat war, Tiroler Kaiserjäger, und dann auch, wie es sich für einen Tiroler Kaiserjäger gehört, gefallen ist. Ja, und dann den größeren Teil meiner Kindheit habe ich eigentlich im Salzkammergut verbracht. Sie haben dann in Wien Literatur und Philosophie studiert, waren vom Neopositivismus Rudolf Carnaps, so heißt es in Ihren Biografien, beeinflusst. Schlicks hauptsächlich. Oder Schlicks, ja. Auch natürlich Carnaps, also vom gesamten Ideenkreis des Wiener. Des Wiener Positivistenkreises. Nun, später hat Sie vor allem die Philosophie Jean-Paul Sartres beeindruckt, der Existenzialismus, stimmt das? Das stimmt, aber da machen wir schon einen großen zeitlichen Sprung, denn zwischen meiner Beschäftigung mit Problemen des Positivismus und der Erkenntnistheorie und Schlicks und Carnaps und Neurath und Wittgensteins und so weiter lagen ja nun so politische Kleinigkeiten. Unangenehme Jahre. Sie mussten 1938 nach Belgien emigrieren. Sie haben von 1941 bis 1943 der belgischen Widerstandsbewegung angehört und waren dann bis 1945 in den KZs in Auschwitz, Buchenwald und Bergen-Belsen. Sie leben nun seit Kriegsende als freier Schriftsteller in Brüssel. Sie haben immer eigentlich in Ihren Werken die Kultur, die Gesellschaft als Ganzes betrachtet. Sie würden sich nicht als einen Romancier bezeichnen oder als einen Essayisten. Sie sind so etwas wie ein Kulturphilosoph, stimmt das? Ja, das ist mir ein bisschen zu hoch gegriffen. Verzeihen Sie, das Wort Kulturphilosoph, das hat schon so was Großartiges. Ich bin einfach ein Mensch, der sich über, ein Schriftsteller, sagen wir so, der sich über allgemeine kulturelle Probleme seine Gedanken macht, immer mit philosophischen Bezügen und immer, wie ich hoffe, auch in einer gewissen formal künstlerischen Intention. Also alles, was ich schreibe, ist nicht nur um des Inhalts willen geschrieben, sofern man Form und Inhalt trennen kann, sondern das Sprachliche, das Formale spielt auch bei mir eine große Rolle. Wenn ich aber erlauben darf, Sie mir erlauben darf, Sie wieder zurückzuführen auf Ihre vorherige Frage mit Frankreich und Sartre, dann will ich da biografisch noch hinzufügen, dass dieses Frankreich eben für mich eine ungeheure Bedeutung gehabt hat. Zunächst einmal, weil ich von 40 bis 41 Gefangener in Frankreich war. Zwar auf eine ganz komische Art. Ich war Gefangener als feindlicher Ausländer, nämlich als Deutscher. Es war ein ganz vergebliches Beginnen, den Franzosen klarzumachen, wer ein politischer oder, unter Anführungszeichen, oder auch ohne Anführungszeichen meinetwegen, rassischer Flüchtling ist und wer ein wahrer deutscher Mann ist. Das konnte ich nicht. Von Österreich war ohne dies gereiht. Das haben wir irgendwie nicht mehr mitbekommen, das was mit Österreich geschehen ist. Das ist ja auch natürlich problematisch. Und so war ich eben dann ein Jahr lang auch in französischer Gefangenschaft. Und zwar in der schlimmsten Zeit. Damals herrschte in Frankreich das kryptofaschistische Pétain-Regime, das nun alle
üblen Anzeichen eines reaktionär-faschistischen Regimes hatte, allerdings ohne die absoluten Bestialitäten des Naziregimes. Und das Merkwürdige war nun, dass ich mich damals in der Gefangenschaft trotzdem in Frankreich und in die französische Sprache verliebt habe. Und mir eigentlich damals schon gedacht habe, ja, man kann kein größeres Glück haben, denn als Franzose geboren zu werden. Das kann man komisch finden, aber das ist irgendwie bei mir so geblieben. Ich habe das neulich erst meinem Freund Pierre Berthaud gesagt, der auch hier hätte an den Europagesprächen teilnehmen wollen, der nun Franzose ist, französischer Germanist, und ich sagte ihm, mein lieber Freund, nicht jeder hat die Chance, tout le monde n'a pas la chance d'être français, nicht jeder hat das Glück, Franzose zu sein. In seiner Ausgewogenheit und Einheitlichkeit. Ja? In Ihrem Leben ist dann dieser Zusammenstoß der beiden Kulturen, der beiden Sprachen, der französischen und der deutschen Sprache, eigentlich immer ein entscheidender Faktor geblieben. Ja, ist das ganz richtig, ist es geblieben, namentlich auch, und jetzt knüpfe ich an das an, was Sie vorhin sagten, durch den ungeheuren Einfluss, den auf mich die gesamte Gedankenwelt Jean-Paul Sartres ausgeübt hat, den ich, und das möchte ich ganz ausdrücklich sagen, nach wie vor und ungeachtet der tragisch, ja, ich sag's einfach, wie es ist, der tragisch senilen Dummheiten, die er in letzter Zeit von sich gab, der also, sage ich, ungeachtet dessen, in meinen Augen der bedeutendste Philosoph dieses Jahrhunderts ist. Ein umfassender Geist, nicht nur Philosoph, sondern auch Romancier. Diese Verliebtheit in Frankreich, von der ich sprach, hat sich nun an der Person Sartres fixiert. Herr Amery, ich möchte noch ein bisschen die Biografie fortsetzen und ein paar Titel Ihrer Bücher nennen. Da werden also zu erwähnen Karrieren und Köpfe, Bildnisse berühmter Zeitgenossen, Geburt der Gegenwart und Gestaltungen der westlichen Zivilisation seit Kriegsende, Jenseits von Schuld und Sühne, über das Altern, Revolte und Resignation, unmeisterliche Wanderjahre, Widersprüche, eine Seeband, der Roman-Essay Le Feu oder der Abbruch und das Buch Hand an sich legen. Sie haben einen Essay vor kurzem veröffentlicht, der bei uns im Hörfunk am Nationalfeiertag gesendet wurde und in dem Sie sich sehr kritisch mit Ihrem Österreichertum auseinandersetzen. Sie bekennen sich zwar, Österreicher zu sein, Sie möchten aber nie mehr hier leben und Sie teilen dieses Schicksal ja auch mit vielen anderen. Auch Manne Sperber hat mir etwa Ähnliches gesagt, auch Elias Canetti wäre hier zu nennen, die beide gesagt haben, ja, wir sind Österreicher, aber wir leben nicht mehr in Österreich. Ja, es ist bei mir vielleicht noch ein bisschen anders als bei Sperber und Canetti und vielleicht sogar ein bisschen trauriger. Denn Sperber ist ein Altösterreicher, wenn Sie so wollen. Canetti ist in Bulgarien geboren, während ich auf eine verhängnisvolle Art bodenständig war. Also mit einer gewissen Selbstverständlichkeit Österreicher war, die weder für Sperber noch für Canetti zutraf. Ja, das waren allenfalls Kulturösterreicher, ja, während ich war ein Mundartösterreicher. Also, habe mir einmal sogar in meiner Jugend kurze Zeit kindischerweise eingebildet, ich könne so etwas wie ein Heimatdichter werden. Für mich war also war der Bruch dann umso stärker. Der Tritt in den Hintern, den ich empfing von meinen Landsleuten. Da wollen wir jetzt mal ganz ehrlich sein. Nicht nur von den Deutschen, die als Besatzer hierher kamen, sondern auch von meinen Landsleuten. Diesen Tritt habe ich wahrscheinlich etwas schmerzlicher empfunden als Canetti und Sperber. Und deshalb glaube ich, dass bei mir der einerseits die Bindung stärker ist, auf eine ganz natürliche Weise. Ich habe einen Stammbaum, den mein Großvater bis zum Ende des 16. Jahrhunderts in Vorarlberg zurückführen konnte. Also einerseits wegen dieser mir quasi nicht zukommenden Bodenständigkeit. Andererseits nun
auf oder wegen der hierdurch eben umso stärkeren Ressentiments, ich sage das ganz ehrlich, die sich bei mir eingestellt haben. Und wie stehen Sie heute zu Österreich, zum österreichischen Staat, wie er Ihnen jetzt gegenübertritt? Kommen Sie oft hierher? Doch, ja. Wenn auch zumeist nur als Tourist natürlich. Es ist also quasi für mich ein Urlaubsland geworden. Ja? Oder zu Vorträgen und Vorlesungen. Zu Vorträgen und Vorlesungen und dann auch im Sommer. Ich halte mich sehr gerne im Salzkammergut immer wieder auf, wo ich mich sehr zu Hause fühle und dann zumeist in Gösern. Im ganzen Salzkammergutraum eben. Das Verhältnis ist jetzt erst im Begriffe, sich ein bisschen zu stabilisieren. Und das hängt damit zusammen, dass nunmehr eine neue Generation von Österreichern herangewachsen ist. Junge Leute, denen ich völlig unbefangen gegenübertreten kann, so wie übrigens auch jungen Deutschen. Und die nun etwas sind, was ich in meiner Jugend nicht kannte. Auf selbstverständliche Weise, ohne Chauvinismus, aber ohne suizidären Selbstzweifel Österreicher. Sie sind das ganz einfach. Dieses Österreich ist für sie etwas, was quasi nicht in Frage steht. Das ist für mich das Neue. Und diesem Österreich nun, diesem neuen Österreich, das sich selbst als Österreich wirklich versteht und sich auch akzeptiert und nicht immer hinschielt, teils zeitlich rückwärts in die Vergangenheit, in die österreichisch-ungarische Monarchie, die es nicht mehr gibt, teils räumlich hinüber nach dem Deutschen Reich. Dieses Österreich ist mir recht sympathisch geworden. Herr Marie, in diesem Zusammenhang, Sie haben, glaube ich, einmal einer amerikanischen Studentin gesagt, als sie fragte, ja, warum immer wieder Erinnerungen an den Faschismus, an den Nationalsozialismus, an ihre KZ-Zeit. Sie haben gesagt, man dürfte das den jungen Leuten von heute nicht vorwerfen, aber sie dürften es auch nicht vergessen. Man muss sie immer wieder daran erinnern. Ich glaube, dazu stehe ich, zu diesem Ausspruch. Ich glaube, zum Geschichtsbewusstsein eines Menschen, der wirklich voll mit der Wirklichkeit lebt, mit der gegebenen Wirklichkeit. Zum Geschichtsbewusstsein gehört auch die Annahme dessen und die Verarbeitung dessen, was in der Geschichte verkehrt und was in der Geschichte böse war. Und da habe ich nun meinen österreichischen Landsleuten gewisse Vorwürfe zu machen, die etwas härter sind als die ich den jungen Deutschen mache. Die Österreicher überhaupt, nicht nur die Jungen, tun so, als wäre diese nationalsozialistische Episode quasi über sie hereingebrochen, als wäre sie das gar nichts angegangen, während es in Wahrheit für den, der sie miterlebt hat, eine sehr österreichische Sache war. Es war ja kein Zufall, dass der widrige Gegenstand wieder Golemann aber den Hitler genannt hat, dass der nun ein Österreicher war. Das ist eine Sache, die man vielleicht hier noch nicht so ganz verarbeitet hat, wie ich mir wünschen würde wollen, dass man es verarbeite. Herr Marie, Sie haben über das KZ geschrieben und Sie haben vor allem sich mit der Situation der Intellektuellen im KZ auseinandergesetzt. Und Sie haben gesagt, dass deren Situation eigentlich besonders schwierig war, viel schwieriger als die der Nicht-Intellektuellen. Ja, das ist doch ganz klar. Der einfach strukturierte, psychisch und intellektuell einfach strukturierte Mensch nimmt die Gegebenheit als eine solche an und trachtet sich ihr zu stellen und sich an sie zu adaptieren. Das ist dem Intellektuellen infolge eben der ununterbrochenen Reflexionsarbeit, die er vollzieht, schlecht möglich. Der Intellektuelle im KZ sagte sich immer wieder, ja, es kann doch nicht sein,
Der einfache Mensch sagt sich einfach, ja, es ist so. Und jetzt muss ich mich so und so verhalten. Und jetzt muss ich trachten, eventuell auch dem Kameraden ein Stück Brot zu stehlen. Damit ist er leichter durchgekommen. Was nicht heißen soll, dass alle das gemacht haben, dass alle bis zum Kameradschaftsdiebstahl gegangen sind. Aber viele sind leider bis dahin gegangen. Der Intellektuelle hat sich immer wieder gefragt, wie ist das möglich? Und durch dieses ständige Fragen, wie ist das möglich, wie ist das gekommen, wie kann es sein, hat er sich selbst in seiner Widerstandskraft gebrochen. Und bei mir ist es also, in meinem Fall würde ich sagen, dass das Überleben ein reiner Zufall war. Wir sind da vielleicht bei einem Buch von Ihnen angelangt, und zwar bei einem Ihrer letzten, also Hand an sich legen. Sie treten da für den Selbstmord ein, also für die Berechtigung des Selbstmordes, und Sie schildern darin, glaube ich, auch, dass Sie eben selbst im KZ in die Lage gekommen sind, Selbstmord beinahe zu verüben, und zwar aus Angst, dass Sie bei entsprechenden Folterungen das Versteck Ihrer Frau verraten würden. Ganz richtig, das haben Sie sehr, sehr genau gemerkt, diese Stelle. Ich habe es in der Tat auch versucht, aber die Mittel, die man dazu hatte, waren so unzulänglich, dass ich es nur bis zu eitrigen Wunden und nicht bis zum Tod gebracht habe, diese Art von Suizid, wie ich ihn damals habe begehen wollen, das ist eigentlich nicht ganz der Suizid. Ich vermeide das Wort Selbstmord, das klingt mir ein bisschen zu gewalttätig und außerdem logisch nicht ganz klar. Diese Art von Suizid hatte ich weniger im Auge als den allgemein und aus den verschiedensten Gründen begangenen Suizid, von dem wir täglich lesen. Und wenn Sie nun sagen, ich hätte für den Suizid Partei ergriffen, stimmt das nicht ganz. Ich wollte ihn quasi nur rechtfertigen. Ich wollte den Suizidär, den Menschen, der den Suizid versucht, denjenigen, der ihn unter Anführungszeichen erfolgreich zu Ende führte, aus dieser Außenseitersituation erlösen, in der er sich befindet. Ich glaube nicht, und ich hatte einmal Gelegenheit mit dem von mir hochgeschätzten Professor Ringel darüber öffentlich zu diskutieren, ich glaube nicht, dass man, wie Professor Ringel es tut, ganz einfach beim Suizidär und beim Suizidanten von Fehlhaltungen und Fehlentwicklungen sprechen darf. Ich glaube, dass es ebenso berechtigt ist, das Leben, das Sein, die Schöpfung, wenn Sie so wollen, abzulehnen, wie sie anzunehmen. Trotzdem hat dieses Buch eigentlich eine große Schockwirkung ausgelöst bei seinem Erscheinen. Es hat, glaube ich, sehr viele Gegenstimmen zu Ihrem Buch gegeben. Wie würden Sie sich dazu stellen? Was hat man Ihnen als Argumente vorgeworfen gegen diese Ihre Thesen? Ja, das Interessante ist, dass man ja wenig Argumente finden konnte gegen meine Grundthese. Die Grundthese lautet die, dass das Leben, da es doch zum Tode führt, absurd sei und dass die Absurdität des Suizids, der nirgendwo hinführt, nicht absurder sei als die Absurdität der Existenz, die zum Tode und damit zu seiner eigenen Aufhebung führt. Dagegen gibt es eigentlich nicht sehr für Argumente. Es sei denn von religiöser Seite, das ist eine andere Sache. Im Augenblick, wo Sie das Leben als von Gott gegeben und als Gnade auffassen, können Sie natürlich dagegen polemisieren, aber da gibt es keine Verständigung zwischen gläubigen Menschen und zwischen dem total Ungläubigen und immer ungläubig gewesenen, der ich bin. Was man mir vorgehalten hat, ist höchst einfach. Ja, es entstand aus einem gewissen Widerstand aller jener Menschen, die leben wollen, und die überwältigende Mehrzahl aller Menschen will natürlich leben, aufgrund der vorgegebenen Triebmechanismen des gesamten instinktiellen Apparates.
sodass die suizidären Suizidanten immer nur eine kaum in Frage kommende Minderheit sind. Die Empörung war einfach die Empörung des Lebens und des Glaubens an das Leben gegen den Tod, dem wir aber trotzdem alle entgegengehen, den trotzdem auch alle die erleiden werden, die jetzt gegen mich polemisiert haben. Die ganze Diskussion um dieses Buch vollzog sich nicht in einem streng rationalen und logischen, sondern eher in einem irrationalen Raum. Eine berechtigte emotionale Reaktion. Nun ist es aber doch immer so, dass man eine große Verantwortung hat, wenn man ein solches Buch schreibt. Ich denke hier eigentlich an einen Parallelfall an Goethes Werther. Sie wissen, also es hat eine Folge von Selbstmorden auf dieses Buch gegeben. Haben Sie nicht das auch befürchtet, dass Ihr Buch in die falschen Hände gerät und Leute eigentlich zum Selbstmord animiert? Nein, das habe ich nicht befürchtet und daran glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass... Wegen des Werther übrigens hat man, das weiß man heute aus der Suizidologie, aus der Selbstmordforschung, hat man die direkte Wirkung des Werther-Buches weit überschätzt. Es gab niemals eine wirkliche Selbstmordepidemie nach dem Erscheinen von Goethes Werther. Ich glaube das also, wie gesagt, nicht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der nicht von sich aus schon suizidär angelegt war, durch mein Buch zum Suizid getrieben wurde. Wer dahin angelegt war und wer dahin tendierte, der hätte den Suizid, ja, der hätte, sagen wir, in Abschiedsbriefen sich auf Nietzsche beziehen können, auf Kierkegaard, ebenso gut wie auf mein Buch Einmal soll das geschehen, das ist mir einmal zum Vorwurf gemacht worden, das habe ein Student, der sich umgebracht hat, mich zitiert, ich habe dann gesagt, nein, ich fühle mich dadurch nicht moralisch belastet. Dieser junge Mensch hätte sich auf jeden Fall getötet. Ich glaube nicht immer, dass mein Buch der Auslöser war, sondern es war einfach eine Assoziation, ein Referenzpunkt, auf den er sich bezog. Ich glaube nicht, dass jemand, der nicht suizidär angelegt ist, durch mein Buch zu diesem Akt getrieben wurde. Kommen wir zu einem anderen Gesprächsthema, Herr Amery. Ja. Sie haben in den unmeisterlichen Wanderjahren so etwas wie eine Autobiografie, aber auch eine Biografie einer Epoche geschrieben. Es ist also die Zeit etwa von 1930 bis 1970 und viele Menschen haben gesagt, man müsste also diesen Amery gelesen haben, um die Zeit zu verstehen. Worauf ist es Ihnen in diesen Betrachtungen, in diesen Essays eigentlich angekommen und was sehen Sie als das Ergebnis dieser Zeit? Ist das eine zusammenhängende Epoche? Müsste man nicht das Jahrhundert eigentlich von 19 bis 1950 und dann wieder anders teilen? Oder ist 30 bis 70 eine wirkliche Zeitepoche, die für sich dasteht? Das glaube ich nicht, dass sie für sich dasteht. Wenn ich das so getan habe, dann einfach aus dem biografischen Grund, dass ich gerade diese Zeit als wacher Mensch erlebt hat. Man kann immer mehr oder weniger gewaltsam versuchen, Einschnitte zu vollziehen. Ja? Es ist ja also auch völlig willkürlich, wenn man sagt, die Neuzeit beginnt mit der Entdeckung Amerikas. Also alle diese Einschnitte sind immer völlig willkürlich. Sie können es gibt x Möglichkeiten, einen Raster über dieses Fluide des Zeitvergehens und des geschichtlichen Werdens drüber zu legen. Ich habe einfach den Raster meiner persönlichen Existenz drüber gelegt. Ich glaube allerdings schon, dass in dieser Zeit, gerade in dieser Zeit, mehr und Wesentlicheres geschah an Umbruch im Guten und im schlechten Sinn als in vergangenen Epochen. Wenn Sie nur bedenken, dass in dieser Zeit der Durchbruch stattfand, der Psychoanalyse, der den Menschen ein völlig neues Weltbild gegeben hat, dass ungeheuerlich umstürzende Dinge sich in allen Gebieten der Kunst ereigneten und letzten Endes auch in der Politik,
was wir nun alles wissen, was nun für alles für uns normal ist und akzeptiert wird, wie die sexuelle Revolution. Das Revolutionsdenken überhaupt, das hat sich gerade in dieser Zeit entwickelt. Wiewohl die großen Revolutionen früher stattfanden, aber sagen wir, die theoretische Reflexion über die Revolution und über alles Revolutionäre, das hat sich in eben diesen Jahren entwickelt. Wenn ich da an Deutschland denke, fällt mir die ungeheure Wirkungskraft Adornos und Horkheimers und der Frankfurter Schule und Ernst Blochs ein. Wenn ich an Frankreich denke, eben wie gesagt Jean-Paul Sartre mit der ungeheuren, vielleicht etwas gefährlichen Wirkung, die er ausgeübt hat. Also es hat sich schon in dieser Zeit sehr viel, sehr Besonderes ereignet. Und wie sehen Sie heute die Situation Europas? Ist das ein untergehender Kontinent? Nein, das glaube ich nicht. Nur stehe ich diesem Europa, wie es jetzt, wie wir es jetzt vor uns haben, also strukturell, dem strukturellen Europa, ein bisschen skeptisch gegenüber. Und dafür habe ich einen ganz guten Beobachtungsplatz, nämlich Brüssel, das ja die Hauptstadt Europas ist, wenn Sie so wollen. Also es jedenfalls insofern ist, als die wesentlichen EG, die EG-Dienststellen alle dort sind. Dieses Europa scheint mir eine etwas gewaltsame Konstruktion zu sein. Ich sehe demgegenüber zwei große Blöcke, eigentlich drei, mit drei ganz verschiedenen Lebensauffassungen und Grundhaltungen. Der eine ist das, was ich den euramerikanischen Block nennen würde. Wenn wir von Europa sprechen, ist das ein bisschen, eigentlich ein bisschen liederlich. Denn in Wirklichkeit hängen wir viel enger an den Vereinigten Staaten, nicht nur in der politischen Abhängigkeit, sondern auch in den Lebensformen, als etwa an Griechenland. Wir Europäer, West- und Mitteleuropäer. Also ich sehe den euroamerikanischen Block, ich sehe den Sowjetblock, der zwar Risse zeigt, aber von dem ich nicht voraussagen würde wollen, dass er irgendwie zerbrechen wird. Und ich sehe dieses ungeheure Brodeln in der dritten und der sogenannten vierten Welt. Und das sind drei ganz verschiedene Blöcke. Deshalb ist gebrauche ich den Ausdruck Europa eigentlich gar nicht so gern, wenn man sich darunter immer jene Staaten vorstellt, die in der EG vereinigt sind. Und das stößt ja auch sogar im Wirtschaftlichen auf die größten Schwierigkeiten, zum Beispiel zu vereinen, die portugiesische Situation übereinzubringen mit der in Frankreich oder in der Bundesrepublik Deutschland. Man pflegt von Ihnen zu sagen, Sie seien vor allem ein Kritiker. Sie sehen vor allem das Negative. Und Sie fühlen sich nicht, aber Sie wurden von ihrer Umwelt als eine Art moralische Instanz unter den Intellektuellen bezeichnet. Ihre Werke sind gekennzeichnet von Bitterkeit, Trauer und Resignation. Das ist nicht nur Ihre persönliche Erfahrung, Ihr persönliches Schicksal, sondern das ist eine Betrachtung der Welt. Ja, was soll ich dazu sagen? Vor allem möchte ich bitte den Begriff moralische Instanz ablehnen. Ja, das hat irgendeiner einmal geschrieben. Als solche fühle ich mich keineswegs. Ich glaube nicht, dass irgendein Schriftsteller, und sei er der Größte, sei er der Berühmteste, sei er Nobelpreisträger oder Böll, von sich sagen dürfe oder dass man von ihm sagen dürfe, er sei eine moralische Instanz. Die Trauer und Resignation, haben Sie recht, wozu auch noch allerdings zur Resignation auch noch die Revolte kommt, ist zum Teil begründet durch meine Biografie, zum Teil auch durch die rationale Durchsicht einer Epoche, die so viel Hoffnungen enthielt und so unendlich viel Enttäuschungen gebracht hat. Ich brauche Sie nur daran zu erinnern, dass wir alle, die wir in der Resistance waren, gedacht haben, es würde eine neue, gerechtere Welt geboren mit der Niederschlagung Hitlers und dass demgegenüber eine Welt entstand, die wahrhaftig nichts von Gerechtigkeit, Güte, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit hatte.
Herr Amery, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und ich darf mich von Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, verabschieden. Bis zu der nächsten Sendung von Tag zu Tag.